Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt, und als die Eltern Jesu hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Dieses Evangelium spricht klar aus, was wir heute feiern: Darstellung des Herrn. Und Maria und Josef haben sich auf den Weg gemacht, das Gesetz zu erfüllen. Denn es war geschrieben, jedes erstgeborene männliche Kind soll nach Jerusalem hinaufgebracht und dem Herrn geweiht werden. Es war Jesus, den sie dem Herrn zurückgeben wollten. Aber nicht nur Jesus, sondern es wurde noch etwas offenbart, und das hat sicher einen ganz tiefen Sinn. Maria. Maria wurde damals offenbart, dass sie einen Schmerz im Herzen tragen wird. Ich mit meinen Worten sage dazu, der nicht aufhören wird. Und Maria bewahrte alles in ihrem Herzen. Sie hat es angenommen, obwohl sie noch nicht wusste, was das alles bedeuten wird für sie. Und der alte Mann, der Greis Simeon, er lebt in Jerusalem. Für mich war auch diese Stelle eine sehr herausfordernde Stelle, denn der Geist offenbarte ihm, er wird den Tod nicht schauen. Und immer wieder gehen so meine Gedanken: Wie spüre ich den Geist? Wie weiß ich, dass der Geist mir das sagt? Und er hat geglaubt, Simeon hat dem geglaubt. Und jetzt führt ihn sogar oder treibt ihn der Geist an, dass er in den Tempel hinaufgehen soll. Maria kommt und Josef natürlich mit. Maria trägt das Kind und er nimmt das Kind in seine Arme. Und vom Geist wird ihm wieder offenbart,
Jetzt siehst du dieses Kind. Das ist der Messias des Herrn. Und wenn du den gesehen hast, dann kannst du sterben. Und ich hätte ja sehr gerne gewusst, was da in dem Simeon vorgegangen ist. War es eine Freude? War es das, was er ein Leben lang ersehnt hat? Jesus in den Armen zu halten, um zu wissen, das ist der Messias? Und wir kennen alle diesen kurzen Psalm, den Simeon dann eigentlich Gott darbringt. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ich wünsche uns, dass wir auch heute an dem Tag so ein Licht in unserem Herzen aufgehen sehen und diesem Herzen folgen können. Diese